Them about righteousness. Auch vom Katechismus her müssen wir noch lernen über I think now it is fitting. Now we are able to understand this. Eh? Aber ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich das alles zusammenfügt, wo wir anfangen, das zu verstehen. If you have any doubt, you can ask me outside the talk. Wenn ihr noch irgendwelche Zweifel oder Fragen habt, könnt ihr mich außerhalb des Vortrags ruhig ansprechen. Und Even those who are listening us in YouTube or in TV, you can also write to office@3ltv.com in the email. Auch ihr, die uns zuhört über 3LTV oder über YouTube, ihr könnt eine E-Mail schreiben zu office@3ltv.com D-O-C-O-M. LTV.com. 3LTV.com. Hallo. Wenn man das vielleicht mal groß aufschreibt, habe ich schon wieder alles vergessen. Ja, für Pater Franz schreiben wir das auf. Okay, so now we thank God and we go for Abundation and then we go for Holy Mass and let us experience the righteousness of God in the Eucharistic celebration today. Jetzt gehen wir zum Abendessen und um 7 Uhr ist Heilige Messe und lasst uns alle Erkenntnis über die Gerechtigkeit Gottes mit hineinnehmen in die Heilige Messe. With this understanding, Holy Mass will be more experiential. Auch mit diesem Verständnis über die Gerechtigkeit erfahren wir die Feier der Heiligen Messe nochmal anders. This word is coming to me that in the Mass we pray, the priest is praying, Oh Lord, don't look at our sins, but look at the faith of your church and grant us peace. Und mir kommt das Wort in den Sinn, dass der Priester in der Heiligen Messe betet, Herr, schaue nicht auf unsere Sünden, schaue auf den Glauben deiner Kirche und schenke uns deinen Frieden. Yeah. Church, Jesus has given this freedom through the faith. Und Jesus hat uns diese Freiheit durch den Glauben geschenkt. Let us focus on the Gnade über Gnade. Lass uns darauf ausgerichtet sein, dass wir Gnade über Gnade empfangen Sende haben. Sende deinen Geist.